Hallo Leute, in diesem Video gibt es das erste Produktreview für das neue iPad. Wie ihr seht, ist es jetzt ein Skin. Der ist von SGP, nennt sich SkinGuard. Ist fürs iPad 2 designt worden, passt aber super am neuen iPad. Deswegen zeige ich euch den jetzt hier. Ich habe die Carbon-Version. SGP hat mir da vor langer Zeit auch mal eine ganz große Auswahl zum Testen gegeben. Deswegen zeige ich euch hier mal das Review dazu. Denn das Ganze ist wirklich ein super Produkt. Also, wie wir hier sehen, das Ganze ist ein Skin für die Rückseite von eurem iPad. Das Ganze passt am iPad 2 sowie am neuen iPad. Hat sich ja nicht so viel getan. Es ist auch egal, ob ihr die 4G-Variante habt oder nicht. Oder ob ihr die Wi-Fi-Only-Version habt. Passt alles perfekt. Wie ihr seht, ist das Apple-Logo ausgeschnitten. Keine Probleme da. An der Kamera. Mal schauen, wie ich das herkriege. Die Kamera passt auch perfekt. Und wie wir sehen, ist am Rahmen ja noch alles immer frei. Deswegen haben wir hier auch keine Probleme. Hier seht ihr vielleicht doch leichte Blasen. Die kriege ich jetzt nicht mehr raus. Deswegen finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Denn ihr seht ja nur, wenn es Licht bestimmt da drauf fällt. Also mich stört es nicht. Das Ganze ist in einer Carbon-Optik, wie ihr vielleicht hier sehen könnt. Das Ganze fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Es sieht aus wie echtes Carbon. Ich denke nicht, dass es echtes Carbon sein wird. Aber es sieht zumindest so aus, fühlt sich so an. Und ich finde, es sieht wirklich super schick aus. Dieses schwarze Carbon beim schwarzen iPad. Das Ganze bietet aber keinen Sturzschutz. Dafür braucht ihr nämlich noch ein Case. Das ist eigentlich jetzt nur zum Design ändern vom iPad und zum Schutz vor Kratzern. Denn ihr könnt es dann ohne Case benutzen und so auf den Tisch legen, ohne Angst haben zu müssen, dass die Rückseite zerkratzt. Wie ihr seht, ist hier an der Seite frei. Das Ganze dient dazu, damit ihr das Smart Cover noch benutzen könnt. Ich habe jetzt leider keins da, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Aber es funktioniert auf jeden Fall mit einem Smart Cover, ohne Probleme natürlich. Und ja, ihr seht vielleicht auch, dass das super dünn ist, aber trotzdem super schützt. Preis ist unterschiedlich, kann ich euch gleich nochmal hier zeigen. Die Website von SGP oder Spigen, wie ihr das haben wollt, seht ihr hier auf der Website, kostet es 22 US-Dollar. Das Ganze gibt es im Lederbraun, wie ich es hier auch habe. Lederschwarz, Lederweiß und natürlich dieses Carbon, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Ich habe zu dem ganzen Skin schon mal ein Review gemacht mit dem iPad 2. Da habe ich den weißen Skin benutzt. Link zu dem Video dazu ist in der Beschreibung. Könnt ihr euch das mal anschauen, falls ihr den weißen Skin sehen wollt. Auf jeden Fall ist hier die Website, falls ihr es nicht über die Website hier kaufen wollt. Das Ganze ist auch in Amazon verfügbar. Für 17,85 gibt es den weißen, den braunen und den Carbon Skin. Könnt ihr ja dazu schlagen, falls ihr wollt. Ich habe hier auch noch ein paar Skins, falls ihr die haben wollt. Kann ich euch auch einen guten Preis machen, schreibt mich einfach auf Twitter an. Aber ich kann euch einfach nur mal empfehlen, entweder die Website anzuschauen oder euch das Ganze einfach mal bei Amazon zuzulegen. Und bevor ich noch irgendwie weiter plapper, weil mir nichts mehr einfällt, sage ich einfach mal, ja, das war's mit dem Video. Alle Links sind in der Beschreibung zu Amazon, zur Website von SGP, zum Video mit dem iPad 2, wo ich gemacht habe, über weißen Lederskin. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, denn ich habe nichts mehr zu sagen. Ciao!